Herzlich willkommen, Leute. Next Round. Heute im Angebot ein Scott Speedster. Vielleicht haben einige gesehen, das Video könnt ihr euch gerne angucken, wie ich das Rad ankaufe. Wie gesagt, da gibt es keine Geheimnisse. Scott Speedster S60. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn tatsächlich, der mich angeschrieben hat und meinte, Mensch, hast du nicht auch mal ein Rennrad oder so? Ja, jetzt habe ich mal eins rausgekramt. Ich habe noch nichts groß dran gemacht an dem Teil, so wie ich es angekauft habe jetzt. Kommt das jetzt auch unter den Hammer. Allerdings müsstet ihr natürlich ein bisschen mehr bieten, als das, was ich bezahlt habe. Weil wie gesagt, ansonsten macht es keinen Sinn. Ich denke, ich habe es auch sehr günstig bekommen. Es gibt ein bisschen was dran zu tun. Das habe ich schon angemerkt. Damals glaube ich schon. Zum Beispiel jetzt ist mir aufgefallen, vorne hält er Luft. Hinten ist er platt. Ja, das ist mir aufgefallen. Dann waren, ich bin mir jetzt ja nicht mehr so sicher, weil das ist ja schon eine Weile her. Dann war, ja, ich glaube, das Tretlager hatte leichtes Spiel. Also in der Gruppe, die da drin ist, kostet das Lager selber 30 Euro vielleicht. Ja, wenn das gibt, Leute, die im Internet gibt es billiger für 20 Euro. Aber so 30 Euro das Lager und hinten Schlauchwechsel ist erstmal das, was ich als erstes präferieren würde. Ansonsten sieht es ganz nett aus. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, ich gucke es jetzt selber mit euch zusammen im Grunde genommen erstmal durch. Bremse läuft, funktioniert, die Züge laufen. Sehr leicht sogar, also das ist gut. Es scheint eine günstige Ausstattung zu sein, ich wüsste es gar nicht. Triple Speed. Kann ich jetzt nicht von Shimano, sieht aus wie Shimano, aber gruppenlos wahrscheinlich. Wir gucken auf die andere Seite. Man damit sieht. Ah, Shimano Sora. Ah, Sora, Shimano Sora Schaltwerk zumindest. Truvativ Kurbel. Isoflow. Ja, keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle gut gefahren worden, dieses Rad. Tja, und ich sehe gerade, ich habe einen Fehlkauf gemacht. Ja, ich sehe gerade, ich habe tatsächlich einen Fehlkauf gemacht. Das hätte mir der gute Mann auch sagen können. Tja, jetzt bin ich der Angearschte. Ich klopp's jetzt trotzdem raus zum Teilepreis. Also Jungs, der Rahmen ist Schrott. Ich habe das damals nicht gesehen. Offensichtlich, ich war blind. Jetzt gerade ist es mir aufgefallen. Ich bin saumäßig enttäuscht, wirklich, dass er das nicht gesagt hat. Ich ärgere mich gerade total. Innerlich. Das hätte er wenigstens sagen können. Natürlich, ich hätte das Rad nicht gekauft. Oder für einen ganz anderen Preis. Ja. Dachte, das wäre günstig, das wäre ein Schnapp. Ist es nicht. Der Rahmen ist Schrott. Ja. Also ich habe mich gerade eben gewundert, was hier dieses Band hier drum soll, dieses komische Metallband. Ja, diese, wie nennt man das? Rohrschelle, flexible Rohrschelle. Das Steuer, der hat einen Riss, der Rahmen am Steuer. Es ist sowas bescheuertes. Wieso fährt man denn sowas denn weiter? Um Himmels Willen. So, ich würde es jetzt am liebsten schon wieder schlachten und eigentlich als Teilepreis, zum Teilepreis, ich musste trotzdem zum Teilepreis, das, was ich bezahlt habe, war ja im Grunde genommen der Teilepreis. Also, seid nicht sauer, es wird nicht billiger dadurch. Jetzt bloß, es sei darauf hingewiesen, der Rahmen ist hinfällig, den könnt ihr vergessen. Also hier könnt ihr euch als Deko noch an der Wand hängen. Hier ist ein fetter Riss, den sehe ich jetzt erst hier bei Licht. Das ist natürlich auch gefährlich bei mir im Keller. Wenn mir da was angeboten wird, dann sehe ich das ja nicht. Der hat einen Riss, klar. Das hat ihn nicht gestört, er hat ja eine Schelle drum und ist weitergefahren. Er wollte ja nicht verdecken, sonst hätten wir einen Aufkleber drüber gemacht. Ne? Das sind dann die, beim Aufkleber wäre ich hellhörig oder hellsehig geworden, hellsehend geworden, sagen wir mal so. Bei der Schelle habe ich gar nicht wahrgenommen. Also ich weiß nicht, was ich da dachte, ob ich das überhaupt wahrgenommen habe, weiß ich nicht. Naja, egal, das ist ein Laufradsatz drin. Jetzt bin ich deprimiert, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock, das mehr vorzustellen. Aber jetzt, naja,
Ich hätte es jetzt eh verschachert, egal für was, außer eben meinen Einkaufspreis, den setze ich an, wenn den einer auch bietet und daraus ein Projekt machen will, die ganzen Teile rüberbauen will auf sein eigenes Rad, kann er das gerne tun. Allerdings der Selbstkostenpreis von mir, der muss damit gedeckelt werden. Da muss ich dann nachher selber nochmal nachgucken, was der war. Laufradsatz ist okay. Ja. Und der hat eine Carbon-Gabel drin. Specialized Carbon. Die auch mit ein bisschen längeren Schaft hier. Ja, weil der Rahmen ist ja recht klein, aber der Rahmen tut gar nichts mehr zur Sache. Der Rahmen ist für den Arsch. Das ist ein XS-Rahmen. Größe 49 cm. S60. Scheiß 60 sozusagen. Mann, ärgert mich das. Oh, ich glaube gar nicht, wie mich das ärgert. Aber umso besser, dass ich es jetzt gesehen habe. Nicht, dass ich euch den Kack aufs Auge drücke, sozusagen. Ihr seid total enttäuscht von dem. Was bietet denn der für Kackräder an? Schaut mal einfach an. Ist schön dran. Wunderschön. Wundervoll, wunderbar. Ja, was ist denn hier brauchbar dran? Also Schalt. Ja. Schalten tut es einwandfrei. Schaltbremskombis einwandfrei. Wunderbar funktioniert. Ja, der Lenker natürlich gut. Und auch gerade. Also der ist nicht verbogen oder so, nicht gestürzt. Er hat die Anstellspuren hier am Lenkerband. Auf der anderen Seite ist es eingerissen. Lenkerband sollte man erneuern sowieso. Man muss es ja jetzt eh auseinanderbauen in dem Fall. Vorbau ist okay. Gabel sieht okay aus. Auf alle Fälle. Ja, diese Leichtbaurahmen, die fordern natürlich ihren Tribut, war denn irgendwie die Kopfsteinpflasterstraßen, wenn du das fährst hier 4, 5 Jahre lang, dann ist vorbei. Sattelstütze ist okay. Der Antrieb schaut okay aus, gebraucht, aber okay. Ja, oder? Ja, das sieht, naja. Naja, gut gefahren, aber augenscheinlich erstmal noch brauchbar. Definitiv Umwerfer ist gut, Schaltwerk ist gut, Tretkurbel, ob die Kettenblätter, naja, das will ich jetzt alles ja nicht mehr wissen. Interessiert mich jetzt alles ja nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich würde neue Blätter aufschrauben, denn wenn ich sowieso wenigstens ein neues Rad dran baue, die Bremsanlage ist gut, die funktioniert einwandfrei. Ja, die Bereifung, ja, drauf geschissen. Alles egal, ich bring mich um. Laufräder ist ein Laufradsatz. Das ist auch gut. Also man kann daraus eine schöne. Hat man die Teile zusammen, um einen aus dem Klassiker wieder. Jetzt könnte ich ein Projekt draus machen. Aus dem Klassiker wieder ein schönes Single Speed zu bauen oder so. Nee, mache ich jetzt nicht. Nein. Macht ihr das mal, stellt selber mal ein Video hoch oder zeigt mir hinterher, wie es geworden ist. Würde mich freuen, auch sowas mal zu sehen. Denn aus dem Rad von mir sozusagen oder Teilen von mir, dass ihr dann irgendwas selber bastelt und baut. Ich Idiot, habt die Schelle nicht gesehen. Guckt euch das mal an, ey. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Keine Ahnung. Was hat sowas da drin zu suchen, wa? Und wie kommt man darauf, dass das halten würde? Ey, ist das total lebensmüde. Die Leute sind echt bescheuert. Also wirklich. Und man merkt das auch nicht. Läuft der gut? Steuersatz läuft wunderbar. Na ja gut, ich hab's noch nicht gefahren. Also ich bin noch nicht drauf gewesen. Ist mir eh zu klein. 49 cm ist echt klein. Ist keine Frau fahren oder sowas. Tja, jetzt sehe ich auch, dass hier zwei unterschiedliche Tretkurbeln dran sind. Hier auf der Seite ist die offensichtlich auch schon mal abgewiesen, also ist das auch Asche. Mann, die ist schwarz, die ist silber. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, und damit ist diese Vorstellung für mich eigentlich beendet. Ärgerlich ist es allemal. Dazu gibt es noch diese wunderschöne Tasche von Rolson. Da könnt ihr euer Smartphone reinstecken. Ach, ich kotze ab. Ja. Es hat sogar einen Kopfhörerausgang, diese Tasche. Da. Ich verkaufe diese Tasche für. Was habe ich mir bezahlt für ein Rad? 150? Ich verkaufe diese Tasche für 150 Euro. Ist das okay?
Ja, also Startpreis, wie gesagt, ich muss den Startpreis nehmen, ansonsten bleibt es. Läuft es jetzt nicht, wird es auf alle Fälle Startpreis, Fertig-Einkaufspreis plus die eBay-Gebühren nehmen. Und das muss es bringen und das ist dann Festpreis, also kein Startpreis, sondern Festpreis. Ihr könnt das Rad quasi dann sofort kaufen zu dem Preis. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Schaltbremskombi funktioniert. Einmal frei. Bremsen funktionieren. Einmal frei. Laufräder sind okay. Tretlager ist im Arsch. Rahmen ist im Arsch. Tretkurbel ist im Arsch. Dementsprechend braucht er auch eine andere Kette. Natürlich. Vorbau, Lenker, Steuersatz. Vorbau, Lenker. Steuersatz müsste man prüfen. Gabel. 7 zu 3 oder so. Umwerfer ist okay. 8 zu 3. Sattelstütze ist okay. 9 zu 3. Tasche ist okay. 10 zu 3. Die Tasche macht's auf alle Fälle. In diesem Fall. Ja, der Tommy ist manchmal wirklich ein Depp, ja, dass er sowas macht. Aber so ist es, so ist es, so ist es. Weg damit, weg mit dem Ärger. Scheißdreck, ich ärgere mich gerade wirklich. Und habt Erbarmen, kauft es mir ab. Müsst ihr nicht. Ich mach's einfach rein zum Festpreis heute. Und wenn ihr Bock habt, Pedalen sind auch okay. Ich mach von aus. Ich bin jetzt vorsichtig mit dem, was ich sage. Wie gesagt, das ist ein Rad, was ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt habe. Ich habe es angekauft, kurz bevor ich Feierabend gemacht habe, also bevor ich den Laden geschlossen habe. Und ach, das tut mir leid, dann ist es ja auch kein Rennrad in dem Sinne mehr für euch. Aber es ist, naja, mein guter Wille ist da. Also, macht was draus. Könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr, was ihr wild seid, ihr wollt, was ihr gewillt seid zu zahlen. Aber denkt dran, ihr könnt es euch angucken. Im Netz ist ein Video, wo ich es ankaufe und deswegen. Ja, damit schließe ich mal traurig. Und wir sehen uns dann morgen wieder, spätestens mit einem neuen Video, mit einem neuen Rad, eventuell mit einem ganzen Rad, wenn das Rad kaputt ist, irgendwelche Defekte hatten, sage ich das natürlich von vornherein. Das ist gut, dass ich es jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Also ansonsten. Das wäre umso ärgerlicher, wenn ihr das dann unterm Hintern habt, habt vielleicht noch ein bisschen Geld drin gesteckt, habt selber nicht bemerkt oder so und dann passiert euch irgendwas. Soll ja auch nicht sein. Also man steckt natürlich in keinem Rahmen drin, das kann mit allen Rädern passieren, mit jedem Rad, auch mit dem neuen, auch mit neuen Rädern, ja, mit diesen Billigrädern. Aber naja. Also bis morgen. Bis dann. Ciao.